Hallo und willkommen zu Identity 5. Mein Name ist Felix und ich spiele die Geisha. Ja, und die Geisha wurde ja überarbeitet und das auch schon vor einem Weilchen. Ich habe sie aber seitdem nie mehr gespielt. Und ja, das ist jetzt einer meiner ersten Runden. Ich habe es seitdem schon mal getestet. Ihr seht, sie kann hier so einen Schmetterling werfen und sich dann zu diesem Schmetterling teleportieren und ist damit deutlich unabhängiger von den Survivern, als sie es vorher war, ne? Wenn die Überlebenden in diese Schmetterlinge reinlaufen, dann kleben die Schmetterlinge an den Überlebenden dran. Ah, das war vielleicht ein bisschen... Ne, ich glaube, den Schlag kriege ich. Ja, wunderbar. So, ihr seht, rechts lädt sich der Schmetterling immer auf. Ne? Wenn die Überlebenden reinlaufen in den Schmetterling, dann kann ich mich dann zu denen teleportieren. Das ist aber wieder das gleiche Spiel, wie es halt schon immer mit der Geisha war, dass die Überlebenden sie anschauen kann. Dann kann sie sich nicht mehr teleportieren. Oh, das war daneben. Und das ist eine Sackgasse. Okay, wen haben wir eigentlich in der Gruppe? Lucky Guy, Postman, Barmaid und Painter. Das heißt, niemand, der mich jetzt hier groß nervt. Okay. Beziehungsweise der jetzt reinkommt und mich abballert oder irgendwie sowas, ne? Dort hinten sehe ich, wie die Barmaid angelaufen kommt. Ja, dachte ich mir, dass sie jetzt hier lang geht. Einmal. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich cool, wie sie jetzt geändert wird. Und, ups, wunderbar. Der Schmetterling hat sie getroffen, darum konnte ich mich direkt zu ihr teleportieren. Man kann halt sich auch schon teleportieren, also, was heißt, ist ja nicht wirklich teleportieren, ranschweben sozusagen, während der Schmetterling noch im Flug ist, ne? Finde ich eine coole Sache. Und ich, ja, finde sie dadurch auch erheblich stärker, ne? So, hallo, Male. Ah, ich wollte eigentlich schlagen. Jetzt hat er den Schmetterling. Jetzt kann er sich halt wieder umdrehen, so wie das immer schon war. Und ich kann mich da nicht teleportieren. Einmal habe ich dich. Wenn ich ihn schlage, verliert er allerdings wieder seinen Schmetterling. Und, ups, habe ich dich. Super Sache. Barmaid wurde gerettet, Postman wurde... Alle wurden schon gerettet, ne? Die sind genauso schnell im Retten, wie ich hier im Kleinmachen, ne? Aber wenigstens haben sie erst einen Seifer geschafft. Aber gut, das kann sich auch innerhalb von Sekunden ändern. Dort hinten arbeitet die Barmaid. Und anscheinend Tinnitus ist an. Das heißt, irgendjemand ist hier in der Nähe. Ich gehe mal weg und schaue mich mal ein bisschen um. Dort. Okay. Der Lucky Guy. Einmal. Oh, gutes Parfüm eingesetzt. So, der Maler malt ein Bild. Lucky Guy hat nicht mit Tide Turner gerettet. Oh, jetzt wurde ich angefixt vom Bild. Und ich stehe direkt in der Palette. Gut gemacht vom Maler, ne? Gar nicht mal schlecht. So. Hallo Maler, jetzt bin ich dir wieder am Hintern. Auf Bilder zu malen. Das Gute ist, Lucky Guy hat keine Pistole oder sowas rausgezogen, sondern halt ein Parfüm. Entsprechend kann er mir jetzt hier nicht den Lucky Guy von der Schulter schießen. Das Ding ist, die anderen arbeiten alle an den Seifern. Das heißt, ich rechne mal damit, dass jetzt zwei Seifern bald angehen werden. Ich habe außerdem die Fähigkeit Abnormal mit. Abnormal? Ja. Dachte ich mir, dass der angeht. An dem wurde ein bisschen gearbeitet. Ja, lohnt sich eigentlich kaum, aber ich trete trotzdem gegen. Tinnitus ist hier überall aus. Ich schaue mal nach hier unten, ob hier jemand ist. Nein? Okay. Painter ist jetzt in der nächsten Phase. Dort hinten kommt die Barmaid an. Und putz. Painter wurde gerettet. Jetzt ist natürlich die Barmaid hier im Bedrängnis. Ah, ja, ja, ja. Perfekt. Sie ist drüber gehüpft. Und ich konnte, habe halt den Schmetterling auf die andere Seite gesetzt. Boah, also ich finde die Geisha, so wie sie jetzt ist, ist sie ziemlich cool. Mir macht sie deutlich mehr Spaß. Ich glaube, gegen sie zu spielen ist jetzt vielleicht nicht das Tollste, weil sie jetzt halt recht mächtig ist, so gefühlt. Na los, lass mich doch. Oh, man kann sich halt nur trotzdem nur teleportieren, sobald das Zeug halt in Sichtweite ist, ne? Einmal habe ich dich. Barmaid wurde auch schon wieder gerettet. Oh, schade. Das war zum Glück noch drauf.
Barmaid hat auch sich direkt wieder geheilt. Ich nehme den jetzt mit, dann habe ich den Maler zumindest schon mal aus der Runde raus. Währenddessen lädt sich Abnormal auch langsam wieder auf. Tinnitus ist an, die heilen sich. Hier vorne wahrscheinlich, oder? Hinter mir irgendwo. Okay, wie machen wir das am besten? Wir haben wieder drei Schmetterlinge, ne? Die laden sich halt alle langsam auf. Hier ist niemand. So, man kann die halt super nutzen, um schnell durch die... Upsi, ich wollte eigentlich... Jetzt habe ich da auch einen hingesetzt. Mist. Die haben da jetzt auch schon wieder einen Seifer gemacht. Jetzt brauchen sie nur noch einen. Aber ich glaube, ich habe genug Druck gemacht, dass ich ja eigentlich die Leute töten müsste, wenn ich sie denn mal schnappe, ne? Ich dachte, hinter wäre noch jemand. Tinnitus zumindest an. Hallo, Lucky Guy. Da hinten war die Falltür. So. Das setze ich dahin. Du kriegst, denke ich, jetzt auch ein. Einmal, zack. So, er geht nach dort unten. Setzen wir dahin so ein Ding. So, okay. Naja, nicht ganz so effizient, ne? Aber immerhin. Und? Oh, gut ausgespielt. Hab ich dich. Mist, ich wusste es, dass jetzt langsam Tinnitus kommen muss. Schade. Haben die echt gut gemacht jetzt. Wie mache ich das am besten? Ich gehe am besten jetzt zu dem Tor dort unten, lasse den Lucky Guy erstmal laufen. Die Überlebenden haben echt gut gespielt. Ich glaube, ich hätte gewonnen, oder beziehungsweise es besser gemacht, hätte ich ein bisschen territorialer und aggressiver gespielt, aber ja, das mag ich halt auch nicht immer so. Gut gemacht. Na ja, oh, du springst doch rüber. Mit ja, Ding, ne? Hab ich dich. Tinnitus ist aus, das heißt, die anderen beiden sind dort bei dem Tor. Du kommst jetzt mit dort auf den Stuhl und dann war's das. Denke ich mal. Ich denke mal, dass zwei Leute hier rauskommen werden. Ne? Da haben wir ein schönes Unentschieden geschafft. Finde ich ganz gut. Ich meine, klar, dafür, dass ich halt ganz nett, sage ich mal, gespielt habe, bin ich damit recht zufrieden. Ne? Und ja, es geht ja auch darum, Spaß zu haben. Ne? Die Gegner macht halt einfach Spaß jetzt. Mir zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr... Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Geisha haltet, so wie sie jetzt ist. Ob ihr das... Oh, da hinten ist bei der Falltür. Okay, ob ihr sie cool findet, so wie sie ist oder nicht so. Wieso lässt der Lucky Guy sich denn immer so bitten? Mensch, Lucky Guy, hau doch ab. Ich weiß, du bist bei der Falltür. Ich will noch Tschüssi sagen, ne? Ah, schade. Ich dachte, ich krieg den Schlag vorher drauf. Na gut, aber hey, wir haben zwei Leute geschnappt. Zwei sind entkommen. Gute Bilanz, ne? Und ja, jetzt wisst ihr, ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie ihr die Geisha handelt, ob ihr jetzt sie lieber spielt oder nicht so, wie mögt ihr gegen sie zu spielen. Volle Punkte, ich bin zufrieden, Lucky Guy auch, so ein Frechdachs. Na gut, hieran kommt heute kein zweites Video, weil ich in letzter Zeit ein bisschen viel um die Ohren hatte und das Video auch an dem Tag heute aufnehme, an dem es online kommt. Darum schaffe ich es gerade nicht, noch eine zweite Folge aufzunehmen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Nächste Woche sollte wieder alles ganz normal sein, dass da zwei Videos kommen. Ne? Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!